Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge auf der Sibbershusum-Map. Ich hätte eigentlich schon eine Folge aufgenommen, aber meine Tonspur war weg. Dann konnte ich auch die Aufnahme wegschmeißen. Ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Wir müssen uns allerdings eine Presse leihen. Entweder eine normale Rundballenpresse und anschließend wickeln. Was kostet denn die jetzt, wenn man die mietet? 3,5. Was kostet die Kuhn? 10. Uhuhuhu. 10, 10, 10, 10. Irgendwo habe ich eine Nachricht. Nee, Krone. Welche nehmen wir denn jetzt, liebe Leute? Aber darf ich die mieten? Ja, immer. Da können wir die auch. Da können wir die mieten. So, und dann brauchen wir noch einen Wickler für Rundballen. Welcher ist es denn jetzt? Welchen nehmen wir denn jetzt? Den HS2000? Ich glaube, der müsste für... Oh ja, aber egal, das Geld brauchen. Wir mieten ja nur. Kaufen ja nicht. Sonst wären wir jetzt schon wieder pleite. So. Dann legen wir mal los mit dem Pressen. Ich hoffe, der macht auch irgendwann. Irgendwie ist der Sound vom Trecker heute sehr laut. Warte, ich drehe dann auch mein Video ein bisschen runter. So. Ich hoffe, er ist jetzt nicht zu laut für euch. Denkt dann jetzt. Wo hängt er denn jetzt? So. Jetzt fährt er. Er sammelt. Wie schnell können wir denn? Auch recht schnell. Schmeißt er den nicht von alleine raus? Ist egal. So, wird's auch was mit dem Nachbarn. Sonst kriege ich nie einen Ton rein, wenn ich Discord anhabe. Ich glaube, ich muss das mal eben ausmachen.
Weil das nervt mich dann doch gerade. So, wir können weitermachen. So, weiter geht's. Attacke. Aber jetzt mal stehen bleiben ist auch doof. Aber da gab es ja auch einen Mod für eigentlich, um den automatisch auszuwerfen, ne? So, dann haben wir die Bahn auch gleich weg. Ich würde sagen, dann ist das Feld gleich fertig. Dann sammeln wir hier gleich noch die Reste ein, sobald wir die Hauptballen alle durch haben. Fahren dann rüber zum nächsten Feld. Kriegen wir das da weg? Das ist so nah am Zaun. Ich hoffe. Da geht. So geht's doch. So natürlich nicht, wenn man in den Zaun fährt. So, jetzt können wir aufs nächste.
ab auf Feld 43. Jetzt halt, dass wir Silage bekommen. Hat ja auch lange genug gedauert. Einfach zu lange. Sollte uns das Geld ausgehen, dann müssen wir in den sauren Apfel beißen und noch einen Kleinkredit aufnehmen, falls es machbar ist. Wir haben jetzt schon mehr Ballen, als wir, glaube ich, eigentlich brauchen, aber wir machen die mal alle vorsichtshalber zur Silage. Weil dann können wir zur Not können wir ein, zwei verkaufen oder drei. Und 13 Ballen, das ist ja schon mal was. Dann die Ballen vom Hofen, oder sind bestimmt auch 6-7 Stück. Das wird dann schon passen. Das kriegen wir schon hin, da können wir auch was vom verkaufen dann. Das Schöne ist, dass wir die Wickelkombi eigentlich nicht dahinter haben. Da können wir erstmal, bis die 4000 Liter voll sind, können wir ein bisschen zackiger fahren. Und fahren nicht mit 3 km/h übers Feld. Und als nächstes müssen wir dann mal gucken, wie wir dann weitermachen, ob wir dann noch Tiere holen. Weil so lange ist ja nicht mehr bis zum LS19.
Oh, hier liegt aber nicht viel in der Spur. So, dann haben wir das Feld auch abgefrühstückt, liebe Leute. Dann haben wir nur noch die Wiese am Hof, die wir pressen müssen. Das ist schon mal viel wert. Dann haben wir das doch in einer Folge soweit geschafft. Bis auf die am Hof, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Ja, guck mal, 18 Ballen schon. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass doch so viele da rauskommen aus den beiden Feldern. Das ist doch schon mal was wert. So, jetzt fahren wir eben zum Hof. Und dann lassen wir es für die heutige Folge auch gut sein. Dann machen wir in der nächsten Folge, machen wir dann weiter mit die restlichen Ballen pressen und anfangen zu wickeln. Weil unsere Felder werden bis dahin bestimmt noch nicht alle reif sein. Ich glaube es nicht. Aber wir werden sehen. Ich muss gleich eigentlich noch eine Folge NF Marsch aufnehmen für morgen. Und dann noch beide Videos rendern. Wieso habe ich keinen WLAN-Empfang? Gucke ich gleich nach. So. Und fürs nächste Video muss ich da mal gucken. Mir da mal aufschreiben, welche Felder, was er gesagt hat in seinem Video, welche Felder ihm gehören. Muss ich mal reinschauen, damit ihr das dann auch wisst. Unsere Schäfchen. So, meine lieben Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage auf jeden Fall auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Für heute ist Schluss. Ich bin raus. Euer Depp. Tschüss.